Ja, hallo. In diesem Video geht es um die Inversion. Man kann die Inversion sehr schön darstellen, wenn man die Dimension um 1 erhöht, also wenn man in den dreidimensionalen Raum wechselt. Wir werden die Inversion mit Hilfe der Riemannschen Zahlenkugel darstellen. Dazu machen wir Folgendes: Wir nehmen ein Quadrat in der Ebene und projizieren dieses Quadrat auf die Riemannsche Kugel. Dann machen wir wieder die Rückprojektion von der Riemannschen Kugel in die gaußsche Zahlenebene. Das ist dann natürlich wieder ein Quadrat. Aber wenn wir jetzt die Riemannsche Kugel auf den Kopf drehen, dann erhalten wir eine Inversion. Bei der Inversion werden die vier äußeren Seiten des Quadrates nach innen verdreht und das Innere kommt nach außen. Genauer gesagt, das Innere des Einheitskreises kommt nach außen und das Äußere, was außerhalb des Einheitskreises ist, das kommt nach innen. Ja, ich lasse jetzt die ganze Animation mal so 3 Minuten laufen und ihr könnt euch die ganze Sache angucken. Okay, ich sag schon mal Tschüss.